Ich habe alle Ziegen gemolken. Peter, das sind alles Ziegenböcke. Tja, die Eimer sind voll und die Böcke sind happy. Ich hoffe nur, das spricht sich nicht rum. Ich stehe auf Spaß. Ich stehe vor meiner geschlechtsangleichenden Operation. Leck mich doch. Erst mein Vater und jetzt du? Liegt es an mir? Bringe ich Leute zu sowas? Habt ihr auch Bock, euren Penis abzuschneiden? Nein, aber ich kann ihn von innen nach außen stülpen, so wie man Socken rollt. Peter, es ist alles offen. Will ich rausfliegen? Nein, dein Hosenstall ist offen. Läuft bei dir. Ich bleibe? Nein, es läuft Urin aus deinem Penis. Hey, Cleveland, komm rein. Überraschung, Überraschung, Überraschung! Was zum Teufel macht der? Es tut mir leid, er wollte eine Überraschungsparty und glaubt, dass das so funktioniert. Überraschung, Überraschung! Ich finde, eine geschlechtsangleichende Operation ist ein sehr mutiger Schritt und der fette Mann sollte einen Preis dafür bekommen. Die fette Frau. Er hat den Dödel noch dran. Es ist egal, Peter tritt im Leben bereits als Frau auf. Und am Karaoke-Abend trete ich als George Michael auf. Das heißt nicht, dass ich's bin. Brian ist nur stinkig, weil er die Frau in der Beziehung ist. Das heißt, du bist schwul im echten Leben. Ich hab getroffen, Cleveland hat getroffen und du jetzt auch, Joe. Danke für die Klarstellung. Ja, alle haben getroffen, außer dem hier. Nimm die Pfoten von mir. Oh, was hast du, Pete? Hey, hör auf, mich anzufassen. Hey, Leute, ich hab noch zweimal getroffen, während ihr rumgefummelt habt. Darf ich alles außer dem Schwarzlicht ausschalten? Klar, mir ist alles scheißegal. Cool. Wow, der Schuppen ist eklig. Ich hab auch einen dicken, gestörten Jungen. Soll ich dich mal drücken? Ja, Geburtstage sind das Schlimmste. Ich mache nicht noch eine Folge mit den Simpsons. Was hat das gebracht? Das kann ich dir genau sagen. Mehr Schlagzeilen für die Simpsons. Ja, die Simpsons unterschätzen massiv die Konkurrenz. Die Simpsons greifen voll ins Klo. Tut mir leid, erster Tag, ich lerne noch. Oh mein Gott, was haben die Viecher hier angestellt? Hier sieht es ja furchtbar aus. Wo ist dein Vater? Peter! Lois ist wütend. Wir gehen in die Bar. Ich habe dich gesehen und die Stimme meines Ehemanns erkannt. Zurück. Hey, wollt ihr ein Saufspiel spielen? Scheiße, ja. Eigentlich nicht. Bei dem Spiel muss man versuchen, einen Penny in ein Schnapsglas zu werfen. Und es trinken, wenn man nicht trifft? Nein, man trinkt die ganze Zeit. Oh, spitze. Scheiße, ja. Jetzt aber kusch. Oh, hi, Chris. Aber das ist mein Text. Danke, dass du mich zur Vorlesestunde in die Bücherei fährst, Brian. Heute lesen wir Die kleine Raupe Nimmersatt gegen den menschlichen Tausendfüßler. Das soll sein wie Alien vs. Predator, aber es werden mehr Stängel gelutscht. Kinder, ich bin's, du Madre, Louis Griffin, Zeit für Frühstück. Oh ja. Guten Morgen, Lois, denn genau die bist du. Meine Frau Lois. Ich umarme meine Frau. Paket für Peter Griffin. Danke, unbekannte Kurierdienstbotin. Vergiss den Scheiß, Emmy, wenn du ihren Arsch anfasst. Nimm mich vom Haken, was soll das? Okay, Stewie, du wirst Dad helfen, indem du sein iPad hältst, während er sich die erste Staffel von House of Cards anguckt. Wo war das Haus? Wo war das Kartenhaus? Hey, Peter. Was hast du heute Abend vor? Wir gucken zu, wie Cleveland eine Tonne Münzen in den Münzwechselautomaten schüttet. Manchmal akzeptiert er meine Knöpfe. Danke, Jungs, aber das schaffe ich nicht. Ich lass mich nachbeschneiden. Bin nächste Woche auf einer Hochzeit, da muss es sauber aussehen. Und nun wieder Top Gun, nur mit rechtefreier Musik. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain. Vielleicht solltest du es mal mit geschlossenen Augen versuchen, Peter. Nur nach Gefühl. Aber wenn ich die Augen zumache, verschwindet ihr alle und ich habe Angst davor, allein zu sein. Keine Angst, Peter. Jungs. Wir sind hier. Wirf jetzt. Oh mein Gott, ich hab getroffen? Klar. Voll rein. Hammer gut. Ja, ich hab mich noch nie so mächtig gefühlt. Ich werde jetzt schwitzigen Tagessex mit meiner Frau haben. Ich wette mit dir um einen Dollar. Danke, den nehme ich. Und geb dir einen Löffel, denn du bist ein dummes Baby. Hey, was zum Teufel glaubst du? Ein Löffel. Ich tu's für mich und mich beginnt mit M-I. M-I. Emmy, ich tue alles für Emmy. Ich meine, yippie. Ich mache den letzten Witz vor der Werbung? Wow, das ist das erste Mal. Okay, okay. Ein Priester, ein Rabbi und ein Franzose gehen in eine Bar. Family Guy ist gleich wieder für Sie da. Letzter Satz? Nicht mal das.
Wissen Sie, als ich in Gaffney aufwuchs, sagte mein Daddy immer, halt die andere Wange hin. Kevin Spacey sagte immer, ich habe um 3 Uhr früh in dem Park nur meinen Hund Gassi geführt. Ich vertraue keinem von beiden. Das muss das Kindermädchen sein. Wohnt hier Familie Griffin? Willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Ich bin nur die Oberfahrerin Ihres Kindermädchens. Sie sitzt noch im Auto. Sie ist auf dem Weg eingenickt. Ich nix eingenickt, Ober. Ich habe zerknitterte Fotos von toter Verwandte angeguckt. Hallo, ich bin Natalia. Was Ihr Lieblingsfisch zu Frühstück? Wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Ausziehen, Mädels. Zeigt mir, ob meine richtig aussehen. Ich glaube, es ist Zeit, meiner Frau die Wahrheit zu sagen. Wie ein Mann. Und dann habe ich die Drogen verkauft, weil der Arzt gesagt hat, dass ich Krebs habe und ich habe die Typen umgebracht. Und Joe hat das ganze Geld genommen. Lois hat eine Nachricht geschickt. Burger oder Fleischklopse zum Essen? Ich antworte für dich. Ist dasselbe, du Schlampe, nur in anderer Form. Das verspricht lustig zu werden. Oh, der Akku ist alle. Wen haben wir denn hier? Ups, zu jung, Tommy. Du bist vollkommen überfordert und du hast 4 Kinder. Vier Kinder. Hey! 5 lange Jahre war Orange mein neues Black. Sie nix müssen kochen. Hausaufgaben fertig, Kinder gefüttert. Sie sollten beide ausgehen und schönen Abend haben. Zusammen? Ja. Wir tun alles. Wir versuchen, einen Emmy in jeder Kategorie zu gewinnen. Wir beginnen mit dem Emmy für den besten Stunt. Ich glaube, die Kategorie gibt's nicht. Oh, okay. Beste Doku-Serie. Hallo, ich bin Steve. Ich bediene Sie heute Abend. Wollen wir mit einem Cocktail beginnen? Sie arbeiten nicht hier, oder? Nein, tue ich nicht. Jo, wollen Sie Stoff? Nein, vielen Dank. Ich bin bereits in bestem Zwirn gekleidet. Jetzt gib mir Drogen, schmutziger Drogendealer. Okay, pass auf. Das hier willst du. Und das kriegst du. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich kriege. Vielleicht kann ich dir nachher eine halbe Brotstange verpassen. Solange du nichts gegen einen Tomatensoßen-Dip hast. Das ist absolut ekelhaft. Und ich liebe es. Weißt du was? Ich stehe auf Dates. Auf Natalia, die es möglich gemacht hat. Ich glaube, das ist Pisse von Steve. Schmeckt Ihnen der Wein? Peter, ich möchte Ihnen den Chirurgen vorstellen, der heute Ihren Eingriff vornehmen wird. Dr. Schwann Zweck. Hallo, Peter. Das Michelin-Männchen? Sie gehören dazu? Nein. Ich bin der zweifache Emmy-Gewinner Alec Baldwin. Woher kennt ihr beide euch? Kennt ihr euch aus dem Harry Potter Store? Peter liebt den Laden. Es war ein Zauberstab und ich hatte einen Geschenkgutschein. Ich krieg vielleicht keine Emmys, aber dafür habe ich den besten Preis von allen. Meine Familie. Und diese E-Mail von einem jungen Fan. Geehrter Herr, Ihre Serie hat mir geholfen, als ich durch die Chemotherapie musste. Oh. Meine Lieblingsfolge war die, in der Homer aus der Kirche gekommen ist. Oh, verdammt, er hält uns für die Simpsons. Hallo. Wie Sie alle wissen, bin ich Brian Griffin. Buh! Buh, Brian Griffin! Buh! Ich möchte ein paar Worte an Sie... Buh! Lügner! Buh, Brian Griffin! Buh! Auf jeden Fall würde ich mich gerne... Buh! Entschuldige dich woanders! Buh! Buh, Brian! Buh! Wow, eine tolle Nacht. Deine Eiweißkanone dürfte ziemlich leer sein. Ja, und mein Darm ist offensichtlich auch leer. Kochst du einen Kaffee und lässt mir einen Moment Zeit? In dieser Nacht tanzten wir bis zum Sonnenaufgang. Wir vergaßen mein Koma und meinen verrückten Traum über einen coolen Typen. Wir waren einfach 4 Männer mittleren Alters, die sich Ecstasy auf einem mexikanischen Schulball reinzogen. Ich bin Peter Griffin und das sind meine Geschichten. Das letzte Mal war er so drauf, als er die Einzellooping-Achterbahn entdeckt hat. Oh, es geht mir nicht so gut. Blah, Igitt! Blah, Igitt! Blah, Igitt! Wie heißt der Laden hier nochmal? Dix. Und was steht da auf Ihrem Shirt? Dix. Wäre es da nicht mal Zeit für eine Diät, wenn ihr dick seid? Hey, Sie haben vorhin angerufen. Lass den Motor an, Chris. Hast du ihn verarscht, Dad? Voll verarscht.
Ich meine, wir hatten jetzt 6 Abende zusammen. Es wäre schön, noch 3 mehr zu haben. Das sage ich auch. Das ist das, was jeder Kerl will. Dieselbe Braut wieder und 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 wieder. Und jede Frau will denselben Kerl, der immer fetter wird und fetter und fetter und fetter. Hör sofort damit auf. Das ist Family Guy. Die Witze machen hier nur die Männer. Wo fliegen wir hin? Du fliegst nach Haus. Zählen bis 3 und Leine ziehen. Ah, ich kann doch nicht zählen! Nochmal! Nochmal! Merkst du noch irgendetwas anderes auf der Welt? Nur, dass eine handtellergroße Motte in der Bettlampe sitzt. Ich geh pennen, damit der Wir fahren nach Hause-Zeitpunkt schneller kommt. Ich schlafe einfach im Hellen. Wo zum Teufel willst du hin? Lois sagt, ich muss von der Klippe springen, um meinen Freunden zu zeigen, dass ich sie mag. Bist du sicher, dass sie das so gesagt hat? Ich weiß es nicht. Ein Knopf stand bei ihr offen und ich habe versucht, ihre Möpse zu sehen. Egal, ich muss jetzt von der Klippe springen. Peter, warte, nein, das ist verrückt! Verdammt. Wo fährt Peter hin? Ach, Herrgott, noch mal! Ich stehe immer noch vor dem Hollywood-Zeichen, habe aber den Kameramann gebeten, den Ausschnitt so zu verändern, dass da nur noch Wood steht. Weil Wood nämlich Ständer heißt. Und deswegen fand ich's witzig. Es gibt nur eine Regel hier. Nicht den Briefträger küssen. Das dürfte mir nicht schwerfallen. Du kennst ihn noch nicht. Seid ihr nicht so sicher? Die Post ist da. Wow. Willst du Fragen stellen oder willst du es auf einem Friedhof treiben? Ist alles in Ordnung? Ja, nein, ich glaube, ich bin von dem ganzen Hin- und Hergefliege erschöpft. Vielleicht plaudern wir einfach ein bisschen und dann erzählst du allen, dass ich es so gebracht habe, wie ich sollte. Ja, okay. Lust auf einen Spider-Man-Kuss? Peter, du gehst lieber, bevor ich anfange, Sir zu sagen wie ein Cop. Oh, bitte, Joe, ich hab... Sir, ich sagte, Sie sollen gehen. Joe, ich bin's, Peter, ich... Sir, ich möchte es nicht nochmal sagen müssen. Bitte gehen Sie. Na, schön verstanden. Sir! Nein, Joe, er geht ja schon. Sir! Joe? Sir! Er ist weg. Sir! Alles gut. Sir! Er ist weg.